Mit der Reglerfunktion des Tempomaten können Sie eine voreingestellte Geschwindigkeit ohne jegliche Betätigung des Gaspedals beibehalten. Diese Funktion schafft insbesondere bei langen Strecken absoluten Fahrkomfort. Um den Tempomat einzuschalten, drücken Sie diesen Schalter so oft wie nötig, um die Tempomatfunktion zu wählen. Diese Kontrolllampe leuchtet grau auf und die Meldung Regler bereit, set zur Aktivierung, erscheint an der Instrumententafel. Bindestriche zeigen an, dass die Funktion aktiv ist und gerade auf die Eingabe einer Regelgeschwindigkeit wartet. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, sobald Sie schneller als 30 km pro Stunde fahren, dieses Bedienelement, um die Regelgeschwindigkeit festzulegen. Ihre aktuelle Geschwindigkeit ersetzt dann die Striche und die Kontrolllampe leuchtet grün. Sie können den Fuß vom Gaspedal nehmen. Es wird jedoch dringend empfohlen, die Füße neben den Pedalen zu lassen, um bei Bedarf schnell eingreifen zu können. Beachten Sie, dass bei dem Versuch, die Funktion unterhalb von 30 km pro Stunde zu aktivieren, die Meldung "ungültige Geschwindigkeit" auf der Instrumententafel angezeigt wird und die Funktion inaktiv bleibt. Um die Regulierungsgeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie Z Plus, um den Wert zu erhöhen, und Z Minus, um ihn zu verringern. Ein langer Druckimpuls verändert die Geschwindigkeit in Schritten von 10 km pro Stunde. Sie können die Regelgeschwindigkeit jederzeit ändern, indem Sie dieses Bedienelement nach oben drücken, um den Wert zu erhöhen, und nach unten, um ihn zu verringern. Das System erkennt dann die Geschwindigkeitsbegrenzungen und zeigt sie an der Instrumententafel an. Außerdem können Sie Ihren Tempomaten-Reglerfunktion so einstellen, dass er auf Verkehrszeichen erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen berücksichtigt. Wenn Sie die Höchstgeschwindigkeit überschreiten, blinkt der Kreis um das Verkehrszeichen und ein akustisches Warnsignal macht Sie darauf aufmerksam. Drücken Sie auf diesen Schalter, um die Regelgeschwindigkeit an die erkannte Geschwindigkeit anzupassen. Natürlich können Sie jederzeit vorübergehend wieder die Kontrolle über die Beschleunigung des Fahrzeugs übernehmen, beispielsweise für einen Überholvorgang, indem Sie das Gaspedal drücken. Wie Sie an der Instrumententafel sehen, blinkt die Regelgeschwindigkeit während des Überholvorgangs rot. Nehmen Sie den Fuß vom Pedal, um zur Regelgeschwindigkeit zurückzugelangen. Wenn Sie erneut die Regelgeschwindigkeit erreichen, erscheint die Anzeige wieder normal an der Instrumententafel und der Geschwindigkeitsregler nimmt seine Funktion wieder auf. Der Tempomat-Reglerfunktion kann auf dreierlei Weise pausiert werden. Drücken Sie auf diesen Schalter, betätigen Sie das Bremspedal oder bringen Sie den Schalthebel in Leerlaufstellung. Sobald die Funktion im Standby-Modus steht, wird Ihre Geschwindigkeit gespeichert und an der Instrumententafel weiterhin angezeigt. Um Ihre gespeicherte Geschwindigkeit wieder zu aktivieren, drücken Sie diesen Schalter. Die Geschwindigkeit wird dann grün angezeigt. Ist die gespeicherte Geschwindigkeit höher als Ihre aktuelle Geschwindigkeit, beschleunigt Ihr Fahrzeug, bis die Regelgeschwindigkeit erreicht ist. Wenn die Funktion in den Standby-Modus gewechselt ist und Sie sie mit Ihrer aktuellen Geschwindigkeit reaktivieren möchten, drücken Sie auf einen dieser Schalter. Ihre momentane Geschwindigkeit wird dann anstelle der gespeicherten Geschwindigkeit verwendet. Um die Funktion vollständig zu deaktivieren, zum Beispiel im Stadtverkehr, drücken Sie den Schalter. Die Kontrollleuchte erlischt an der Instrumententafel und die gespeicherte Geschwindigkeit wird gelöscht. Beachten Sie, dass diese Funktion eine zusätzliche Hilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Achten Sie stets auf die Verkehrsbedingungen und auf Ihre Umgebung. Beachten Sie, dass der Tempomat-Reglerfunktion bei dichtem Verkehr, auf kurvigen Straßen oder bei schlechten Witterungsbedingungen nicht verwendet werden darf.